Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, hier nun Wortschatz und wichtige Strukturen zu unserem Hörtext Kurzurlaub. Nummer 1, der Kurzurlaub, das ist nicht der Jahresurlaub, den man nimmt, 2 Wochen fest gebucht an einem Platz oder 3 Wochen. Es ist ein kurzer Urlaub, 2 bis 3 Tage verreisen. Nummer 2. Bei jemandem im Dativ beliebt sein oder beliebt werden. Der Kurzurlaub ist bei immer mehr Menschen beliebt. Nummer 3. Etwas liegt voll im Trend, bedeutet, es ist Mode, es ist in. Nummer 4. Raus aus den 4 Wänden. Die 4 Wände, das sind die Wohnung. Oder das ist das Zimmer. Es bedeutet, etwas anders machen, etwas Neues machen. Nummer 5. Der Brückentag. Der Brückentag ist der freigenommene Arbeitstag zwischen einem Feiertag in der Woche, zum Beispiel dem Donnerstag, und dem kommenden Wochenende. Viele nutzen diesen Brückentag, um einen Kurzurlaub zu machen oder um kurz zu verreisen. Da hat man also den Mittwochabend bis zum Sonntagabend. Nummer 6. Etwas im Akkusativ verlängern bedeutet einfach länger machen. Nummer 7. Etwas im Akkusativ wirkt bedeutet, es hat Effekt, es zeigt Wirkung, zum Beispiel das Medikament wirkt, die Kopfschmerzen gehen vorbei oder sind vorbei. Nummer 8. Der Alltagstrott oder der graue Alltag, das ist der Tag wie jeder andere. Immer dasselbe. Morgens zur Arbeit, abends nach Hause, dann nur noch Fernsehapparat und Schlaf. Jeden Tag dasselbe, nichts passiert. Wie langweilig. Nummer 9. Die Seele baumeln lassen bedeutet einfach frei sein, sich nicht belasten, sich nicht unter Stress setzen, sondern ruhig genießen oder in sich gehen. Nummer 10. Sich neuen Schwung holen ist ein anderer Ausdruck für neue Kraft, Energie. Wir hatten auch im Text Energie tanken. Nummer 11. Etwas im Akkusativ erleben. Ja? Haben Sie in Ihrem Urlaub Schönes erlebt? Erzählen Sie doch, was Sie Schönes erlebt haben. Und Nummer 12. Sich etwas gönnen. Das Sich ist hier versehentlich groß. Es muss klein geschrieben sein. Sich etwas gönnen bedeutet, sich etwas erlauben, sich etwas leisten. Arbeiten Sie nicht zu viel, gönnen Sie sich auch einmal Ruhe. Gönnen Sie sich einmal etwas Besonderes. Ein Essen, ein feines Essen in einem guten Restaurant oder einen Kurzurlaub, der Ihnen neue Energie bringt. Bis zur nächsten Folie sage ich Ihnen Tschüss.